falls ihr vorbeischaut bei uns, gibt es natürlich einen Merch-Stand, wo wir auch mal hier ein bisschen Geld verdienen wollen. Und man hat hier ein schönes Andenken, sogar ein unterschriebenes. So ein T-Shirt, was kostet das? Ein 30er, das ist wahrscheinlich nichts für die Besucher. Hier nimmst du noch ein T-Shirt, hier nimmst du dir hier noch so ein Vape. Kriegst du eine gute Show, hast du Spaß, was willst du machen, Junge? Weißt du, also ich mein Bühnenbild ist auch ein schönes, nicht wie bei anderen Sprechgesangsartisten, dass du hintern ist das Bühnenbild, was weiß ich, 10 junge Männer mit Migrationshintergrund und starkem Bartwuchs. Ich bin ein Killer, ein abgefuckter Killer, sowas wie mich nennt man ein Killer. Gestern war auf jeden Fall sehr geil, hat sehr viel Spaß gemacht. Tourauftakt brutal. Ich war locker und ich habe es eigentlich auch locker durchgezogen. Feedback war auch sehr gut. Ja, hier muss ich nochmal hier noch ein. Wir haben heute hier nochmal 500 Gäste mehr. Das heißt, wir haben auch hier ausverkauft 2000. Gestern hatten wir so 1500. Also ich denke mal, können wir heute nochmal eine Schippe drauflegen. Meine Stimme ist noch da. Klinge ich ein bisschen heiser? Ich bin noch stabiler jetzt. So maskuliner, ne? Ey, Baby. Ey, Süße. Möchtest du mir deine Nummer geben? Seit 10 Uhr. Morgens, ja. Bro, seit wann stehe ich hier? Seit 3 Uhr oder so, Bruder. 4-5 Stunden locker. Bruder, Farid soll Abriss machen, wie immer natürlich, Alter. Was geht bei euch? Was geht ab? Auf alle drei! Farid Bang! Farid Bang! Menas, wie geht's euch? Ey, wow, alles gut. Bobby Van Damme, Madrina. Boah, auf jeden Fall, das ist schon die richtige Liste. Jetzt stellt euch mal vor, guck mal hier. Stellt euch mal vor, ich hätte hier einen Riss. Krass. Danke, Bro. BK ist besser, Mann. Ich will. Geht schon wieder los. BK, ich liebe den. Ich hab gerade gesagt zu Benny, die Madrid-Gang ist wieder zusammen. Ja, auf jeden Fall. Holla. BK ist besser, Mann. Ich muss sagen, Kyrie, der fehlt heute leider. Aber sonst Kyrie ist fehlt. Start. Eigentlich wäre auch dabei sein, müsste es eigentlich Josnes. Ja, stimmt. Der ist nie dabei. Ja, stimmt. Entschuldigung in Berlin auf die Bühne, weil der Josnes ist, ich hab das Gefühl, der ist ein bisschen schüchtern. Ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf die Asphalt-Massaker 4 Songs. Ich habe aber auch gehört, es werden heute ein paar Klassiker gespielt. Ja, auch von dir vielleicht ein Klassiker. Wer weiß. Bitte ist bitte X. Ja, ne? Musst du alles verraten. Wow. Danke, danke. Vielen Dank. Zieh das mir gleich auf der Bühne an. Boah, für dich habe ich leider kein Bayern-Trikot. Die passen dir. Gott sei Dank. Aber für dich etwas anderes. Oh. Hey. Oh. Aha. Oh. Wild. Ah. Ah. Junge. Geil. So, wir sind hier gerade mit Benny. Der macht uns hier die Haare. Der ist ein zu wilder Friseur. Gewalttätiger Friseur. Ich will ihn normalerweise kidnappen und nur in meine Villa mit. An seiner Hand ist eine, diese Maschine.
und andere Richard Mille. Richard Mille, aber gekettet. Der kann nur schneiden. Der wird nonstop mir Schnitte machen zum Schlafen. Sogar wenn ich schlafe, mache ich mir Schnitte. Mit alten Tino-Haare will ich. Benni hat mir damals, wo ich 2 Jahre alt war, schon meinen Seitenschnitt gemacht. Oder nicht, Benni? Wie alt war ich da? 2. Als Säugling. Alter Säuglingskörper. Ey, Attila, alter Resident Evil Körper. Das Problem ist, bei meinem Management, der will breit werden. Aber ich will noch dünner werden, wie von diesen Black Ops 2 Zombies. Kennt ihr die? Ich will nicht mit Stil Ralph Lauren. Das Ding ist, der hat mich gezwungen. Aber eigentlich, ich will nicht mit Ralph Lauren. Uhren, Ketten, Schuhen. Ich will damit nicht auf Bühne normalerweise. Ich will nur wie der mit alten Exhibit-Hemden will ich auf Bühne. Vom Pimp My Ride MTV. Ihr wollt auch einen wilden Labelvertrag haben? Kommt ihr nicht. Nur mit deinem Seitenscheitel kommt ihr rein. Das ist die erste Bedingung. Zweite Bedingung ist, man muss nonstop trainieren. Wir wollen nicht Studios, wir bauen nur Fitnessstudios. Der hat das gelernt im Brustpressen. Dass er seinen Körper hält, der trainiert nonstop, aber der isst nicht, damit er seine Statur hält. Das ist das Problem. Ihr denkt, warum gehe ich Training, warum werde ich nicht breit? Ich trainiere wie ein Kranker, aber ich esse nichts. Benni, was mit dir? Ein Bergheimer Spruch für die Kamera. Komm, Benni, Bruder. Die Goma sterben nie. DJ No Mercy, den müssen wir auch vorstellen. Den hat er gar nicht vorgestellt. DJ No Mercy, unser neuer Torwart. DJ. Unser Torwart. Unser neuer Torwart, Oliver Kahn. Hier, Nummer 10. Was war ein bisschen mehr als du heute Abend? So, wie ist dein Name? Mach mal noch die Hände! Bist du ready? Wir haben 3 Fragen für dich vorbereitet. Welche Rapperin ist die Kubus? So, A, Chili David, B, Modell 102, C, Nina Schumacher oder D, Shindy? Antwort A, RIP, B, Gentleman, C, Shindy oder D, Materia. Shindy der Hurensohn! Jetzt höre ich schon mal ein bisschen so. A, Mimi, B, Sini, C, Mimi oder D, Shindy. Emre.